Dezember 2013, meine Damen und Herren, guten Tag. Jochen Fahlenkamp, Kanzlei für Strafrecht in Berlin. Heute ein kleiner Beitrag zur Allgemeinbildung. Strafbefehl. Was ist ein Strafbefehl? Was es ist, steht im Gesetz, genau genommen in der Strafprozessordnung, § 407. Die wichtigsten Elemente des Strafbefehls sind: Der Strafbefehl ist ein Urteil, das im schriftlichen Verfahren, also ohne mündliche Verhandlung, ergeht. Nummer 1. Zweitens, der Strafbefehl kann enthalten eine Geldstrafe, Nebenstrafen wie eine Entziehung der Fahrerlaubnis, die Einziehung von Tatwerkzeugen. Der Strafbefehl kann sogar enthalten eine Freiheitsstrafe, sofern diese zur Bewährung ausgesetzt wird und nicht höher als ein Jahr ist. Aber eine solche Freiheitsstrafe kann im Strafbefehl nur festgesetzt werden, wenn der Angeklagte einen Anwalt hat. Drittens, eine dritte Eigenschaft des Strafbefehls. Der Strafbefehl wird in der Regel nicht vom Gericht erdacht, sondern der Strafbefehl wird üblicherweise vom Staatsanwalt selbst ausgearbeitet und dem Gericht nur zur Unterschrift vorgelegt. Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Strafbefehls, diese Art des Zustandekommens. Hat nämlich der Angeklagte einen Anwalt, so besteht die Möglichkeit, dass der Anwalt zusammen mit dem Staatsanwalt den Strafbefehl vorbereitet, der wird dem Richter vorgelegt und üblicherweise ist es so, dass der Richter selbst nicht groß über den Inhalt des Strafbefehls nachdenkt, insbesondere nicht über die Rechtsfolgen, sondern in der Praxis sagt das Gericht sich meistens, wenn der Staatsanwalt es so für angemessen hält, dann tragen wir das auch und so ergeht der Strafbefehl ohne Mitwirkung des Gerichts. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, denn es gibt viele Fälle, in denen aus Sicht der Verteidigung zu empfehlen ist, nicht vor Gericht zu gehen. Sei es, weil man die Medien nicht hinten auf der Rückbank haben will, die über einen in der Presse berichten. Sei es, weil man überhaupt nicht weiß, zu welchem Richter man kommt und ob der entsprechende Richter möglicherweise nicht vollkommen unbefangen, unbeleckt ist mit einem solchen Fall, eine junge Richterin zum Beispiel, die einen bestimmten Fall noch nie gehabt hat, wo man überhaupt nicht weiß, was für eine Sanktion am Ende herauskommt. Das ist viel besser, wenn man es mit dem Staatsanwalt im Vorfeld aushandelt. Und die vierte Eigenschaft des Strafbefehls. Der Strafbefehl ergeht und man kann gegen ihn den sogenannten Einspruch einlegen innerhalb von 2 Wochen, nachdem er einem zugestellt worden ist. Und dann mutiert der Strafbefehl, wenn man gegen ihn Einspruch einlegt, zu einer Anklageschrift. Aus dem Strafbefehl wird im Prinzip eine Anklage und die ganze Sache geht dann, wenn man gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hat, vor das Gericht und es findet eine mündliche Verhandlung statt, so wie in einem Verfahren, in dem eine normale Anklage ergangen ist. Das heißt also, durch den Strafbefehl wird einem nichts genommen, wenn man den Strafbefehl gegen sich ergehen lässt, insbesondere idealerweise in Abstimmung zwischen Anwalt und Verteidiger, hat man eine Möglichkeit, zu einer Sanktion auf kleinster Flamme zu kommen, ohne dass es den Showdown vor dem Gericht im Rahmen einer mündlichen Verhandlung ergibt. Und sollte man im Einzelfall mit dem Inhalt des Strafbefehls nicht leben können, hat man immer die Möglichkeit, gegen ihn Einspruch einzulegen. Und man kann den Einspruch sogar beschränken auf einzelne Beschwerdepunkte, zum Beispiel bei einer Geldstrafe auf die Anzahl der Tagessätze oder sogar auf die Höhe des einzelnen Tagessatzes, der in einer Geldstrafe festgesetzt wird. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen damit also einige Eckdaten zum Strafbefehl genannt habe, die Ihnen weiterhelfen bei der Beurteilung der Frage, ob im Falle eines Falles für Sie das Strafbefehlsverfahren nicht das richtige Verfahren sein könnte. Dankeschön.